Jetzt wollte ich mal schauen, ob ich mich denn nicht noch ein wenig frisieren lassen kann. Nicht die Haare, sondern eher, dass ich mir vielleicht von den Eigenschaften nochmal welche aneigne, die da feilgeboten werden für horrende Summen Geld. Aber ich habe ja, jetzt ist es Nacht, das ist natürlich schlecht. Na, Unholde. Präzisionskalender. Wer weiß. Ich könnte es ja mal ausprobieren. Vielleicht sollte ich an Stärke zulegen etwas. Das ist ein Bremen. Eine ganze Horde sogar davon. Ja, die stehen nicht im Weg rum. Ja, Dr. Umpa-Lumpa wird wahrscheinlich gar nicht da sein um die Uhrzeit. Doch. Hallo. Sie sind zurück. Brauchen Sie eine medizinische Behandlung? Erstmal, könntest du mich von der Sie Abhängigkeit sollten die befreien? Einnahme solcher Substanzen wirklich vermeiden. Aber ich schaue, was ich tun kann. Mein Gott, die wachsen halt überall, die Blätter. Ja, hier sind die In Kronkorken. Ordnung. Bleiben Sie still sitzen und lassen Sie mich arbeiten. Und dann würde ich mir gerne mal dein Weil Sie ein Angebot Freund der Anhänger anschauen. sind, kann ich Ihnen ein bisschen Nachlass einräumen. Eine Arzttasche kommt eigentlich immer gut. Ich kaufe einfach beide. OP-Schlauch. Ja, machen wir das mal. Und ein Gut, Implantat wäre auch lassen nicht Sie mich schnell verkehrt. ausprobieren, ob Ihr Körper ein weiteres Implantat verkraftet. Das sollte es wohl. In Ordnung. Sie sind gesund genug, um ein weiteres zu verkraften. Welcher Eingriff darf es sein? Ich möchte stärker sein. Verbessern Sie meine Wahrnehmung, meine Ausdauer, mein Charisma, meine Beweglichkeit, Glück, subdermal. Ich hätte gerne diese Regenerationsfähigkeit. Ich wäre gerne stärker. Ich kann Ihnen einen Hypertrophiebeschleuniger für 4000 Kronkorken implantieren. Er stärkt die Adrenalindrüsen und baut Muskelmasse auf. Hier sind die Kronkorken. Nehmen Sie Platz im Autodock. Das wird ein paar Stunden dauern. Shut up and take my money. Abhängigkeit entfernt. Sehr schön. Na? Fit wie Turnschuh. So, können wir die direkt gebrauchen? Specials. Stärke 8, Wahrnehmung 5, Ausdauer 5. Wieso? Ach so. Ja, wahrscheinlich aufgrund der Rüstung. Also müsste ich meine Ausdauer auch nochmal steigern. Beweglichkeit 8. Auch eingeschränkt aufgrund der Rüstung. Waffenlos auf 23 inzwischen. Meine Extras, intensives Training 6. Allgemein, Anhänger der Apokalypse. Akzeptiert. Freesight neutral. Da müsste ich vielleicht nochmal in Aktion treten. Good Springs vergöttert. Großkarne verrufen. Novak vergöttert. Pulverbandit verrufen. RNK beliebt. Und bei den Rumsern akzeptiert. Gut. Und dann muss ich ja mal gucken, was denn noch so an Aufgaben anliegt. Die Show muss weitergehen. Jemand mit sanfter Stimme rekrutieren. Ein Sexrobot rekrutieren. Das wäre in Freesight. Schuldeneintreiber.
Das wäre auch in Freeside. Roach's Quest. Da muss ich noch ein bisschen stärker werden, glaube ich. Im Dunkel der Geschichte. Das ist die Quest mit der Bruderschaft. Da kriege ich aber direkt auf die Fresse. Voler den Rumsern in Nellis helfen. Das könnte ich eigentlich mal machen. Den Entfernungsmesser, den kann ich da nicht aktivieren. Sunset Sarsaparilla Sternkorb. Müsste ich eigentlich auch mal gucken, wie viel ich da habe. Bennys im Top stellen. Die Hauptquest will ich noch nicht. Und optional Eddie zum Gibson-Schrottplatz in Novak bringen. Weiß nicht. Die ist irgendwie verbuggt, habe ich den Eindruck. Beziehungsweise. Da kommen wir dann später noch zu. Wenn ich den dann doch vielleicht dann irgendwann mal da parken sollte. So, gucken wir mal. Sunset Sarsaparilla Sternkorken 40. Fehlen also noch 10. Da muss ich echt mal die Augen offen halten. Violettas Gehirn, das ist nämlich eine Sache bei den Großkanen, eine Quest, das weiß ich noch aus meinen vorherigen Zocks. Vielleicht sollte ich mal den Rumsern helfen. Den Rumsern helfen. Und Ortanzeigen brauche ich im Grunde nicht, weil das ist alles oben in dieser Air Force Base oder dahinter. Da könnten wir uns aber gleich mal hinporten. Teleportieren. Ich sollte aber auch erstmal was trinken. Ich leide nicht länger an Dehydration. Sehr schön. Dann würde ich mal sagen, auf nach Nellis. Ganz ruhig, Jungs, ganz ruhig. Das hörte sich ein bisschen nach einer Granate an oder so. Oh, ein Mr. Gatzi. Wenn du das sagst, dann wird's wohl stimmen. Überall Einschläge hier. Ja, das kommt mir bekannt vor. Da werde ich auch noch hingehen müssen. Aber jetzt muss ich erstmal zusehen, dass ich den Leuten hier geholfen bekomme, um nicht nur akzeptiert zu sein, sondern um da auch mal ein bisschen Liebe zu bekommen. Irgendwo war doch hier auch die Krankenstation. Da war nämlich noch einer über, meine ich. Das ist die Schule. Da wird wahrscheinlich kein Lehrer sein jetzt. Krankenhaus, sehr gut. Mädels. Pass auf, wo du hintrittst, Schwester. So. Verletzter Rumser. Ich weiß nicht mehr, welcher es war. Der schon mal nicht. Injured Boomer. Der Mann scheint schwer verletzt zu sein. Schwellungen in seinem Gesicht und am Hals behindern die Atmung. Falsche Behandlung wäre tödlich. Sind Sie sicher, dass Sie ihn behandeln wollen? Medizin von mindestens 60 erforderlich. Lassen wir ihn erstmal in Ruhe. Aber ich müsste eigentlich noch irgendwie mal der moderne Arzt. Genau, Medizin plus 10. Und damit sollte ich eine Medizin von 60 haben. Den Patienten behandeln. Nach sorgfältigem Überdenken der Behandlungsmethoden merken Sie, dass der Patient nur eine starke allergische Reaktion hat.
Sie spülen das Ameisengift aus den Wunden und verabreichen eine Steroidmischung. Die Schwellung geht zurück und die Atmung des Patienten normalisiert sich. Das war eine echt gute Behandlung. Von Ihnen könnte ich noch das ein oder andere lernen. Ach ja. Pass auf, wo du hintrittst, Schwester. Ja. So, und was haben wir hier? Verletzter Rumser. Ist bewusstlos. Ja, ich noch mit ihm. Ich bin mit der Behandlung Ihrer Patienten fertig. Diese Männer verdanken Ihnen ihr Leben. In Sachen Medizin können wir uns von euch Wilden doch noch eine Scheibe abschneiden, wie es aussieht. Ja, so wild bin ich aber nicht. Medizinische Vorräte? Tut mir leid, aber für Ödlandwährung haben wir hier kaum Bedarf. Das meiste von dem, was wir brauchen, produzieren wir selbst. Na gut, dann auf Wiedersehen. Tschüss. Pass auf, wo du hintrittst, Schwester. Ein sehr schicker Hut. Irgendwann müssen wir dir aber nochmal so einen Helm organisieren. Kann ja nicht sein. Vielleicht, wenn wir die Brüder da mal ummachen. Irgendwann. Vor dem Eingang des Bunkers. Oh, wer bist du denn? Keine Ahnung, wie sie die Bombardierung überlebt haben. Das ist unglaublich. Mit einem Arm habe ich's überlebt. Sorry, ich habe noch was zu tun. Sehr freundlich. Was haben wir hier? Die Frauenbaracke. Da passen wir doch prima rein. Der moderne Arzt hat nachgelassen. Oh, hier kann man bestimmt sauberes Wasser trinken. Sehr gut. Wie schön dann auch die Trefferpunkte wieder hochgehen. Ah, herrlich. Ich fühle mich direkt viel besser. Na gut. Pearls Baracke? Nee. Schauen uns hier mal weiter um, was es hier noch sonst so gibt. Loyals Haus. Nelles Werkstatt. Selbst ist der Mann. Warum die hier kein Selbst ist die Frau haben? Rumser Museum. Oh. Oh. Die Nellis Air Force Base Schneekugel. Sie haben eine Sonderausgabe der Mojave Sehenswürdigkeiten Schneekugel gefunden. Sehr schön. Meine zweite. Insgesamt sind es, meine ich, 5. Ich bin mir nicht ganz sicher. Hi, hallo, Pete. Tut sich etwas? Sie sind der Außenseiter. Mutter Pearl hat gesagt, dass Sie vorbeikommen würden. Sie sind sicher schon gespannt auf die Geschichte unserer Leute. Wer sind Sie? Ich möchte gern mehr über Ihre Leute erfahren. Ich möchte mich gerne nützlich machen. Wer braucht Hilfe? Auf Wiedersehen. Wer sind Sie? Ich? Ich bin Pete, der Bewahrer der Geschichte. Ich weiß, ich wirke jung. Bis vor einigen Monaten war ich auch nur Lehrling, aber Don, der alte Bewahrer, naja,
Whisky und Landminen passen irgendwie nicht zusammen. Das stimmt. Jetzt ist es eben meine Aufgabe. Sie wollen sicher alles über uns wissen. Ich möchte gern mehr über Ihre Leute erfahren. Wunderbar. Sie haben sicher schon das Wandgemälde in dieser Hütte bemerkt. Nein, Soll ich Ihnen die ganze Bedeutung erzählen? Erzähl mal, aber bisher habe ich nur die Schneekugel gefunden. Sicher kann ich etwas Zeit entbehren. Hervorragend. Stellen Sie sich das mal vor. Sie sind der erste Außenseiter, der unsere Geschichte hört. Höhlenmalereien. Lange vor meiner Geburt lebten wir unterirdisch. Jeder hatte Waffen, aber der Aufseher erlaubte keine Explosionen, nicht mal Handgranaten. Aha. Okay. Soll ich nochmal rausgehen und nochmal reinkommen und dann erzählst du den Rest der Geschichte oder wie ist das? Erzähl, Junge. Ich glaube, warte mal eben. Soll ich mich mal hinsetzen? Soll ich auf der Schreibmaschine mitschreiben? Ja. Erzähl, Junge. Nein, er will nicht. Kommt, Mädels, wir gehen. Das war eine recht kurze Geschichte, möchte ich mal sagen. Auch nicht sehr informativ. Nelles Hangare. Rechts, links, rechts, links. Wo gehen wir rein? Gehen wir erstmal hier rein. Ich kann mich um Ihr Roboterproblem kümmern. Sag ich nur mal so. Was? Sie kommen also von draußen? Hey Jack. Schon Ihr ganzes Leben dort verbracht, hm? Wow. Ich dachte immer, Ihr Wilden sprecht wahrscheinlich eine andere Sprache, aber Sie hören sich wie wir an. Was machst du hier? Ich arbeite mit Loyal, meistens an Elektronikteilen und Robotern, damit die alten Technologien nicht ganz in Vergessenheit geraten. Was können Sie mir über Loyal sagen? Loyal ist ein großartiger Kerl, aber er kommt in die Jahre. Ein Junger muss her, der alles von ihm lernt. Und der bin ich. Der Mann kann praktisch alles bauen und reparieren, was je erfunden wurde. Dem reicht keiner so schnell das Wasser. Ey, du hast auch einen Tipp-Boy. Wenn Sie ihm helfen, die Dame zu bergen, dann denke ich... Oh, ich denke, es war ein schöner Tag. Ja, ein richtig schöner Tag. Eine Dame bergen? Was meinen Sie damit? Habe ich das gesagt? Manchmal rede ich wirklich argen Dummfug, tut mir leid. Pearl wird Sie aufklären, sobald die Zeit reif ist. Falls, meine ich. Ich sollte jetzt wirklich gehen. Na gut, da hast du dich wohl ein wenig verplappert, mein Junge. Folgen wir ihm doch einfach mal unauffällig. Ja, ich würde mal sagen, Ludolfsches Haufenprinzip.
So viel zu Fallout für heute und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Auf der linken Seite oben findet ihr die komplette Playlist mit allen Videos. Links unten gelangt ihr zu den Videos von meinem Minecraft-Server. Klickt auf den Gasmaskenmann, um meinen Kanal zu abonnieren und nutzt die Tools unter dem Video, um es zu teilen, kommentieren oder favorisieren. Macht's gut!